Ja, war es das jetzt wirklich mit der Hobby-Meerwasser-Aquaristik? Ziemlich provokanter Videotitel, oder? Ja, nur leider beobachten wir von Meerwasser Online, also speziell ich, leide oder mein Herz blutet wirklich massiv in der letzten Zeit. Wir beobachten halt, dass einige Aquarianer das Handtuch werfen und der ein oder andere Neuling, Anfänger, Interessierte, Wechsel vom Süßwasser hier weniger stattfindet, weil momentan die Leute einfach Angst haben vor diesem Riesenballon der steigenden Energiekosten. Das Thema wollen wir hier in diesem Video mal für dich aufgreifen. Letztendlich natürlich bleiben wir von Meerwasser Online davon auch nicht ganz verschont. Ne? Auch wir haben ja ein neues Schaubecken mit einer Beleuchtung. Wir haben ein Ablegerbecken mit einer Beleuchtung. Wir haben einen Haufen Technik drumherum, die das ganze System am Laufen hält. Und natürlich haben wir auch steigende Energiekosten. Natürlich sind auch wir hingegangen und haben den Stromanbieter kontaktiert und haben gesagt, setzt unseren Abtrag mal monatlich 40 Euro hoch, damit wir da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Nur da wollen wir jetzt gerade mal aufgreifen mit diesem Video, weil diese Tendenz einfach sehr erschreckend ist. Ich weiß ja nicht, wo du gerade stehst. Betreibst du schon ein Becken? Bist du leidenschaftlicher Hobby-Aquarianer und sagst, mein Becken bleibt stehen, egal was passiert, das ist mein Hobby? Sagst du, ich bin einer von denen, der jetzt schon das Handtuch geworfen hat, der gesagt hat, ich habe einen Stecker gezogen, mir sind die Kosten einfach zu hoch? Oder stehst du gerade noch irgendwo und spielst mit dem Gedanken vielleicht und sagst, Mensch, ich wollte eigentlich ein Becken starten, aber jetzt reden alle hier von Kostenexplosion und ich weiß eigentlich gar nicht, wo diese Reise hingeht und ich lasse es doch lieber. Und außerdem fehlt mir ja generell so auch dieser Gedanke, wo soll ich denn einsteigen, um eben sowas hier hinten zu bekommen, ne? So ein schön top laufendes Meerwasser-Aquarium. Da möchte ich doch mal die Hand heben und sagen, ey, bei uns, bei Meerwasser Online, schau mal in den Link in der Videobeschreibung, gerade du als Interessent, als Neuling, als Anfänger, der gerade am Anfang steht und sich diese Frage stellt, da können wir dich abholen. Unabhängig der steigenden Energiekosten haben wir nämlich für dich etwas entwickelt, wo du wirklich sicher und, ich sag mal, kostenorientiert im positiven Sinne für dich in dieses Hobby eben einsteigen kannst. Und die 30, 40 Euro mehr kosten vielleicht, wenn es ein größeres Becken ist, oder vielleicht sind es auch nur 10, 20 Euro, wenn es ein kleineres Becken ist im Monat, kannst du mit der Meerwasser-Online-Methode, die wir für dich eben entwickelt haben, ganz locker aufwiegen. Deshalb schau mal in der Videobeschreibung, drück mal auf den Link und erfahr da einfach mal für dich diese 7 einfachen Schritte vom Start, von der Planung eines Meerwasser-Aquariums auch eben bis hin zu einem fertig laufenden Meerwasser-Aquarium dann im Betrieb. Und eben dieses ganze Thema Kosten, das ist hier die letzte Zeit für mich persönlich. Ich bin ja durch und durch Meerwasser-Aquarianer seit Jahren. Und mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie viele tolle Becken gerade abgebaut werden. Und jetzt muss ich doch einfach mal eine ganz provokante Frage stellen. In Bezug auf eine Person, mit der ich letztens nämlich auch gesprochen habe, und das möchte ich gerne hier mal als Beispiel nehmen. Mit dem habe ich zusammengesessen, habe mich drüber unterhalten, der hat gerade sein Hobby aufgegeben, ein wirklich schönes 350 Liter Becken gehabt mit ganz, ganz tollen Tieren. Er brennt für dieses Hobby, erzählt jetzt, weil er jetzt diese 30 Euro, ich will dich jetzt nicht anlügen, ich glaube um die 30 Euro mehr Kosten hat. Natürlich, es ist ja nicht nur der Strom, ne? Wir müssen auch im Winter heizen etc. Das lasse ich alles gelten. Aber diese Person war auch in der Lage, während unseres Gesprächs, dauerte so 2-3 Stündchen, haben wir zusammengesessen, 10 Zigaretten zu rauchen. Ich bin jetzt mal ganz provokant und rechne das mal hoch. Also der ballert am Tag mal ein Päckchen Zigaretten durch. Ich würde mal sagen, wenn ich das richtig beobachte, ich rauche selber nicht, aber wenn ich das an der Kasse irgendwo im Supermarkt oder an der Tankstelle sehe, sprechen wir davon 8 bis 10 Euro, was so ein Päckchen Zigaretten kostet. Ich halte mal kurz inne. Jetzt will mir diese Person sagen, er gibt das da auf. Merkst du was? Also ich finde, ja, es ist provokant. Ich weiß, andere sagen, ey, ich habe wirklich Einbußen durch Corona. Ich verdiene nicht mehr so viel Geld. Was auch, ich lasse das alles gelten. Aber ich möchte hier einfach nur mal so diese Alarmglocken schrillen lassen, weil es handelt sich um unser Hobby. Ich gebe mein Hobby, also ich wüsste nicht, was passieren sollte, dass ich mein Hobby, das, was ich gerne mache, das, was ich in meiner Freizeit gerne mache, dafür, wofür ich brenne, und da kriege ich gerade Gänsehaut, weil das kann nicht sein, dass ich dann sage, ja, also jetzt, ich muss jetzt da 30 Euro mehr Strom und vielleicht noch
im Monat 20, 30 Euro mehr für die Heizung und jetzt baue ich diesen Pott ab. Ey, sorry, aber das lasse ich nicht gelten. Und gerade wieder, und da möchte ich das Ganze nochmal aufgreifen, wenn du jetzt um die Ecke kommst und sagst, ey, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema und es schreckt mich total ab. Nein, genau das Gegenteil. Krisenzeiten sind dazu da, um etwas zu bewegen. Und wenn man das so nennen mag, eine Krise, ich finde, alles, was hier in Deutschland gerade rund um das Thema Energie passiert, ist schon eine, ja, ich sag mal, es ist ja irgendwie gefühlt schon irgendwie eine Krise, die wir hier durchleben, ob wir jetzt was dazu können oder nicht. Also wir, die Bürger, ich glaube eher nicht. Aber den politischen Gedanken lassen wir einfach mal außen vor. Nur genau in dieser Zeit, wenn du jetzt da stehst und sagst, ey, ich habe aber doch Bock, so ein Becken aufzubauen, tu's. Also eine geilere Zeit gibt's nicht. A, hast du mit uns einen Partner, wenn du möchtest, der dir hilft, so ein Becken aufzubauen, wirklich von A bis Z. Deswegen verweise ich nochmal auf den Link in der Videobeschreibung, um eben das hier hinten zu bekommen, was du hier siehst. Und B, bewegen wir uns jetzt in einer Zeit, wo natürlich auch die Händler, die ganzen Fachhändler, die Online-Händler sich alle bewegen müssen, weil jeder momentan verkaufen möchte und natürlich auch jeder Einbußen hat. Wir von Mehrwasser Online haben natürlich auch mit einigen Händlern gesprochen. Wir haben mal uns umgehört am Markt, was passiert. Importe, die vielleicht doch kleiner ausfallen als gedacht. Kundschaft, die ausbleibt. Das Sommerloch war so groß wie noch nie die letzten Jahre. Na, das Sommerloch der Meerwasseraquaristik. Dazu möchte ich kurz was sagen, das gibt es jedes Jahr. Es ist der Sommer, wir haben ja einen Jahrhundertsommer aktuell. Die Leute sind draußen verstreut im Schwimmbad, im Urlaub, im Garten, wo auch immer. Und ich sag mal, das Meeresaquarium zu Hause, da wird die Arbeit auf ein Minimum beschränkt. Da wird mal die Scheibe geputzt, da wird mal Fische gefüttert und das war's in der Regel. Die Pflege oder diese Leidenschaft, das Feuer entfacht dann wieder, neue Tiere kaufen etc. Wenn der Herbst eintritt, die Tage kürzer werden, die dunklere Jahreszeit dann quasi an die Tür klopft. Und jetzt ist aber genau diese Zeit, und da möchte ich dich einfach mal darauf hinweisen, zu überlegen, ist nicht vielleicht jetzt aber auch die Zeit, genau jetzt mit diesem Hobby zu starten? Weil, ich habe es eben schon mal angemerkt, die ganzen Händler, die müssen jetzt verkaufen. Ich habe Online-Händler gesehen, die haben jahrelang auf ihre Preispolitik gepocht, die haben jahrelang so ihre Linie gehabt, was auch Tiere angeht. Und plötzlich bieten auch die Nachzuchttiere, kleinere Tiere, schöne Tiere für kleines Geld. Viele Privatleute natürlich, ich bin kein Leichenfletterer, so möchte ich es mal nennen, ne? Aber natürlich, wenn einer sagt, ey, ich habe mir das gut überlegt, ich möchte das Hobby beenden, ja, wie geil ist das denn in dem Moment für dich zu sagen, ey, vielleicht bekomme ich bei dem ein paar Fische oder ein paar Tiere, dass die wieder ein schönes Zuhause finden und nicht irgendwo in einer Händleranlage vielleicht wieder landen, wo dann ein schöner Doktorfisch dann quasi wieder in so einem kleinen Becken sitzt. Also was ich damit sagen will ist, mach dir intensiv Gedanken, gerade wenn du am Anfang stehst, denk mal drüber nach, ob du dir die Zeit nicht sinnvoll nutzen kannst, genau jetzt eben ein Becken aufzubauen. Ich persönlich und wir von Meerwasser Online halten es aktuell für die richtig, 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 richtige Zeit. Das muss ich mal absolut so erwähnen, weil es A, was gibt, was dir hilft mit unserer Meerwasser Online Methode und B, eben der Markt gerade sich dermaßen dreht und es so viel passiert, dass du da eben, ja, ich sag mal, zuschlagen kannst, ne? Rabatte auf Technik, wirklich Tiere, die man preiswert bekommen kann, teilweise auch Händleranlagen, die voll sind, die momentan wenig Absatz haben, wo man mal mit dem Fachhändler auch mal über die Preise wieder sprechen kann, ne? Vielleicht hat er wieder andere Möglichkeiten, auch er bekommt vielleicht von seinem Großhändler wieder ganz andere Rabatte, die er an dich als Kunde weitergeben kann. Von dem her möchte ich abschließend zu diesem Video sagen, überlegst dir gut, wir sind der Meinung, jetzt kann man starten und für alle, die ein Meerwasser-Aquarium haben, bitte haltet durch, denkt an euer Hobby, das ist einfach doch die Leidenschaft, die wir in uns tragen. Ne? Also wenn du jetzt zuguckst und sagst, ich spiele mit dem Gedanken, mein Aquarium abzuschaffen, kann ich nur im Kopf schütteln. Denk lieber mal drüber nach, filter mal so ein bisschen so die ganzen Unkosten und Nebenkosten, die du hast. Vielleicht kannst du irgendwo anders ein paar Euro-Lines einsparen. Aber bitte, bitte behalte dein Meerwasser-Aquarium. Ich finde den Trend gerade, also ich persönlich als Olli, der ja auch wirklich auch privat leidenschaftlicher Meerwasser-Aquarianer ist, finde ich den Trend gerade erschreckend und es hat das Hobby nicht verdient. Und wenn ich nur überlege, wie viele Tiere jetzt gerade verstreut aus ihren Aquarien hier irgendwo in Händleranlagen oder wo auch immer hinwandern, Katastrophe. Es kommen auch wieder andere Zeiten, deswegen unbedingt, unbedingt dabei bleiben. Und wir von Meerwasser Online wollten jetzt mal diese 10 Minuten nutzen,
um ja, dir nochmal so ein bisschen ein positives Gefühl zu geben, unabhängig davon, wo du jetzt gerade stehst. Ja, sollte dir das Video gefallen haben, lass doch mal einen Daumen nach oben da. Dieses Video darf aber auch sehr gerne anregen zu kommentieren. Lass uns ruhig mal einen Kommentar da, wenn du sagst, ey, also mich triggern gerade noch die und die Punkte, warum ich nicht anfange, oder mich triggern die und die Punkte, warum ich jetzt aufhören möchte zum Beispiel. Die hast du jetzt hier in dem Video gar nicht benannt. Können wir nicht alles benennen, weil sonst würden die Videos 45 Minuten gehen und du würdest sagen, hier, 45 Minuten gucke ich mir nicht an. Deswegen, wir würden uns trotzdem freuen über einen Daumen nach oben. Alles, was dir sonst noch im Kopf rumschwirrt, wo du sagst, Triggerthemen, die muss ich jetzt mal loswerden, die möchte ich euch gerne erzählen, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben. Und ich garantiere dir, wir von Mehrwasser Online hören nicht auf, dieses Hobby weiter zu verfolgen. Und wir sehen uns sicherlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, mach's gut und bleib bei der Stange und vor allem bei der Mehrwasser-Aquaristik. Ciao. Ach du Scheiße. Das ist